Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal und allen anderen, die jetzt gerade neu hier sind, willkommen! Ich freue mich, dass ihr jetzt hier seid und dieses Video schaut. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video, denn ich habe von Rossmann ein Paket zugeschickt bekommen mit den besten Produkten vom Catrice Sortiment. Zumindest das sind die Produkte, die die Blogger zusammengestellt haben, die sie am besten wohl fanden bei der ersten Review, die sie damals gemacht haben bei dem Event. Und ich habe die Produkte nach Hause geschickt bekommen zum Testen für euch. Was ich noch sagen möchte, bevor wir mit dem Video anfangen. Ab sofort wird jeden Montag ein neues Video auf diesem Kanal veröffentlicht. Ich hoffe, ihr freut euch darüber, dass jetzt kontinuierlich neue Videos von mir kommen werden. Und jetzt würde ich sagen, beginnen wir einfach mal mit den Produkten. Ich habe sie jetzt schon aufgetragen und kann euch schon eine Meinung dazu sagen. Und wie ich sie finde und was ich so drin habe in diesem Paket, zeige ich euch natürlich jetzt. Falls ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, das ist natürlich kostenlos und könnt ihr hier unten abonnieren, auf diesen kleinen Subscribe-Button drücken und dann könnt ihr keine Videos mehr von mir verpassen. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Video. So, das ist das gute Stück. Danke, Rossmann, dass ihr mir diese Produkte zum Testen zugeschickt habt. Beginnen wir chronologisch und dann beginnt ja logischerweise mit der Foundation. Und da ist die HD Liquid Coverage Foundation 24 Stunden Halt im Paket mitgekommen. Und die ist matt, was ich persönlich nicht so gerne mag an meiner Haut. Ich habe auch Gott sei Dank zum allerersten Mal die allerhellste Farbe bekommen, was für mich super war und ich bin jetzt schon so ein bisschen gebräunt. Es ist die Farbe 010 Light Beige und sie kommt in so einem Pipettensystem. Ist flüssig, aber doch nicht zu flüssig, dass sie von der Hand rutschen könnte. Was ich jetzt gemacht habe beim Auftrag, ich habe noch mein Gesichtsöl so ein bisschen reingemischt, weil ich eben wusste, dass meine trockene Haut das Matte nicht so gut vertragen kann. Finde sie aber sehr, sehr gut. Also wenn ich dann doch mal an heißen Tagen doch eher etwas Mattes im Gesicht haben möchte, weil ich ja sonst das Glänzende mehr mag, dann würde ich definitiv auf die zurückgreifen, weil sie wirklich eine schöne Farbe hat. Man kann sie schichten. Sie ist eine mittlere Deckkraft bis starke Deckkraft, würde ich sogar behaupten. Sie hat meine Pickel gut abgedeckt. Ich habe jetzt extra keinen Concealer verwendet. Ich habe wirklich nur die Produkte verwendet, die jetzt hier in dieser Kiste sind. Was ich persönlich sehr, sehr gut an dieser Foundation finde, ich mag es ja immer nicht, wenn man so einen Maskeneffekt auf dem Gesicht hat. Man kann reinfassen und man merkt nicht, dass man eine Foundation drauf hat. Das finde ich sehr, sehr gut. Also ein großes Plus an diese Foundation. Ich kann verstehen, warum viele sie hypen und warum sie auch ständig ausverkauft war. Also definitiv eine Empfehlung an euch. Wenn ihr trockene Haut habt, macht wirklich ein bisschen Öl mit rein, also ein Gesichtsöl. Das macht schon mal einiges her, dass sich das hier nicht so absetzt in den Falten. Ich habe zum Beispiel hier sehr, sehr trockene Haut. Wenn man drüber fährt, merkt man das auch, aber man sieht es jetzt nicht, weil ich eben das Öl mit reingemischt habe. Und muss man abkönnen, aber für alle die Leute, die matt mögen, definitive Kaufempfehlung. Dann das nächste Produkt, von dem ich persönlich nicht ganz so begeistert bin. Ich weiß nicht, ob ihr es ihr ahnen könnt, ob ich hier irgendwie... Gut, man sieht es doch, dass ich Highlighter drauf habe. Ich persönlich mag starken Highlighter sehr, 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 sehr gerne. Und ich habe bestimmt 4-5 Mal jetzt an die Highlightstellen was rangegeben, damit man überhaupt irgendwas sieht. Also... Jetzt hier in der Kamera, finde ich, sieht man es eigentlich ganz gut, weil ich direkte Sonneneinstrahlung vom Fenster habe. Aber so im Alltag, glaube ich, sieht man es nicht so stark. Und zwar geht es hier um diese Deluxe Glow Highlighter Palette. Sehr, sehr schöne Highlighter an sich. Die Farben sind echt toll. Ich habe es auch als Blush jetzt zusätzlich benutzt. Ich finde eigentlich, man sieht es hier auf der Nase ganz gut. Aber wie gesagt, es sind 4-5 Schichten. Für Leute, die nur ein leichtes Highlight wollen, ist sie definitiv zu empfehlen. Für Leute, die diesen richtigen Glow-Effekt im Gesicht mögen, würde ich eher die Finger davon lassen. Da hat Catrice definitiv bessere Produkte als dieses hier. Dann als nächstes ein Lidschatten. Und zwar ist das der Long Lasting Eyeshadow La Vie en Rose. Ist ein super schöner Ton. Ich persönlich mag so eine Töne, weil ich momentan nicht so starke Augen-Make-ups bevorzuge. Dadurch ist die Farbe gerade sehr perfekt für mich, denn sie ist nur so ein leichter Schimmer. Ein minimaler Alt-Rosé-Stich würde ich ihn nennen wollen. Wirklich sehr, sehr schön. Ich kann es euch immer näher ranhalten. So sieht das Ganze aus. Wirklich sehr, sehr schön. Ich kann auch mal hier mal kurz... So sieht das Ganze aus. Finde ich wirklich schön. Also das ist ein Produkt, das ich persönlich mag, weil es eben nicht zu viel aufs Auge macht. Ich empfehle euch allerdings, einen sehr, sehr fluffigen Pinsel zu nehmen. Bei den harten Pinseln krümelt das Produkt doch relativ stark. Definitiv eine Empfehlung für Leute, die ein schwaches Augen-Make-up bevorzugen. Dann mein persönliches Highlight dieser Kiste ist definitiv die Mascara. Und da bin ich sehr überrascht. Das ist die, ja, Preta Volumen Mascara mit einem wirklich sehr, sehr dicken Bürstchen. Aber sie ist einfach Wahnsinn. Sie ist nicht zu nass, sie ist nicht zu trocken, sie hat genau die richtige Konsistenz. Ich bin leider so ein kleines Opfer, was sich immer hier oben die Wimperntusche ans Lid ranklatscht.
Das passiert mit der gar nicht, also ist mir zumindest nicht passiert, obwohl es so ein dickes Bürstchen ist. Sie macht wunderschöne, bei der ersten Schicht macht sie wunderschön getrennte Wimpern, sehr schön tiefen Schwarz. Bei der zweiten Schicht, gebe ich persönlich immer nur im Außenwinkel hin, macht sie wirklich nochmal ein bisschen Volumen. Ich finde sie wirklich grandios. Könnte es sein, dass das meine neue Lieblingsmascara wird. Und große, große Liebe. Dann das Produkt, was ich auf den Lippen gerade trage. Und zwar ist das das Catrice Cosmetics Matte Lip Artist für 6 Stunden halt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er wirklich 6 Stunden hält, weil er trocknet wahnsinnig aus den Lippen auf. Ich habe den jetzt vor 20 Minuten aufgetragen und er fühlt sich jetzt schon so sehr, 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 sehr trocken an. Also ich würde wahrscheinlich doch eine Lippenpflege drunter machen, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr matt sein, aber ich tue mich sowieso ein bisschen schwer mit diesen matten Lipsticks. Also mag ich doch eher die Lip-Creams, die matt werden. Die finde ich viel, viel besser. Dennoch, es ist ein tolles Produkt, wer eben keine Probleme hat mit trockenen Lippen. Ich fand den Auftrag etwas schwer, hier gerade beim Hochziehen der Lippenkontur, weil es eben doch ein recht dickes, also ein recht dicker Applikator ist, also so ein Filzstiftartig. Nicht Filzstift, sondern so wachsmalartig, genau. Ich finde es okay. Es ist wirklich sehr cremig, es ist eine super schöne Farbe, aber ich persönlich mag dieses matte auf den Lippengefühl nicht, dass die Lippen einfach ausgetrocknet werden. Das ist übrigens die Farbe, wo ist sie denn, die Farbbezeichnung, ach nee. Ah doch, 040 Hibiscus Proof und ja, man muss es abkönnen, glaube ich. Also ich bin so zwiegespalten, es ist eher so ein yay, nee. Dann ein Produkt, was ich jetzt mit euch live testen werde. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Und zwar ist es der Catrice Shine Appear Fluid Lipstick Intense in 030 Olympic Games. Würde ich sagen, probieren wir es doch mal gemeinsam aus. Ich mache mal eben den runter, damit wir dann den hier auftragen können. So, ich habe jetzt mal mein Handy dazu geholt, damit ich das gut auftragen kann. So, jetzt habe ich das Ganze aufgetragen. Ja, also ich mag es vom Tragegefühl schon wesentlich mehr. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass sich das Produkt in die Lippenfalten legen wird oder dass es verlaufen wird. Also das finde ich, kann ich eigentlich schon erahnen, weil es wirklich sehr, sehr hin und her zu schieben ist. Wisst ihr, was ich meine? Also ich werde es euch jetzt hier nachher nochmal hinschreiben, hier oder da irgendwo hinschreiben, ob es wirklich nochmal in die Lippenfalten gerutscht ist oder eben ausgeblutet ist sozusagen. Farbe finde ich sehr, sehr schön, wird aber am Rand, wenn man es eben präzise auftragen möchte, doch so ein bisschen fleckig. Also ich weiß jetzt nicht, ob das einfach an meiner Lippe liegt, aber ich finde, dass es halt keine schöne Kontur zieht. Es ist halt auch nur ein Lippenprodukt, also ich würde wahrscheinlich das hier in Kombination mit dem Lippenstift vielleicht sogar tragen. Dass ich, weil ich finde die Farbe von dem Lippenstift sehr, sehr schön. Also hier von dem hier, sehr, sehr schön. Finde auch, dass die Haltbarkeit... Ups, Handy ausmachen. Finde auch, dass die Haltbarkeit hier bestimmt sehr, sehr gut sein wird, weil es eben sehr, sehr trocken ist. Aber in Kombi kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen, dass das funktionieren kann, weil dieses trockene Produkt wird wahrscheinlich das etwas flüssigere Produkt super auf den Lippen halten. Werde ich über längere Zeit mal testen und dann werde ich es bestimmt in einem Top- oder Flop-Video mal erwähnen, ob ich es gut oder nicht so gut fand. Das wird übrigens mit allen Produkten hier passieren, die ich jetzt hier liegen habe, dass ich in einem Top- und Flop-Video nochmal sagen werde, finde ich es gut oder finde ich es nicht gut im Langzeittest. Das hier ist jetzt erstmal ein First-Impression-Video, wie ich es persönlich finde. Und ihr seht das halt nochmal aufgetragen. Also ich hoffe, euch gefällt diese Art von Videos. Wenn ihr irgendwie Videovorschläge habt, gerne damit in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, das war jetzt der fertige Look mit meinen Kosmetikprodukten, die ich von Rossmann zugeschickt bekommen habe, von Catrice. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ganz bald wieder nächsten Montag unbedingt wieder auf meinen Kanal schauen. Da gibt es dann das nächste Video. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Muah.